liebe Zuschauer, liebe Gäste, unser zweiter Tag hier in Ägypten. Die Sonne scheint wieder. Wir haben gefühlte 45 Grad, aber trotzdem immer eine leichte Brise, ein toller Wind. Wir sind direkt jetzt am Meer, am Roten Meer. Und man könnte sofort ins Wasser springen. Ja, wir haben heute Morgen schon den Sonnenaufgang erlebt. Wir haben heute Morgen schon das Frühstücksbuffet genossen hier im Hotel. Und jetzt sind wir im Partnerhotel genau nebenan. Und zwar im Sunrise Marluk Hotel hier in Hurghada. Und mit einem wunderschönen Blick draußen auf das Rote Meer werden wir jetzt dieses Hotel besichtigen. Wir werden Ihnen zeigen, was es alles zu bieten hat. Es hat zumindest schon mal für alle Urlauber, die noch hierher kommen wollen, genügend Zimmer, denn es gibt 500 davon. Und wir werden mal schauen, was es im Inneren des Hotels gibt. Bis jetzt haben wir nur die Außenanlage, das heißt also alles mit Sonnenschirme, alles sehr gepflegt. Und vor allen Dingen, was im Moment ist, es ist sehr ruhig, es sind sehr, sehr wenig Gäste da. Das heißt, man kann sich richtig toll entspannen, man kann relaxen, man wird nicht gestört, keine Kinder. Alles ist im Moment nicht so, aber wir werden gleich weiter gucken und schauen, was uns noch alles erwartet. Guten Morgen. Ja, komm, steck rein. Ne? Gleich. So, da jetzt die ganzen Busse ausgefallen sind und wir nicht durch die Stadt gehen, haben wir gesagt, Mike, du wirst jetzt nach Kairo reiten auf dem Kamel. Wolfgang würde dich ein bisschen führen. Wie fühlst du dich denn hier oben? Es ist ein sehr erhebendes Gefühl, muss ich sagen. Richtig schön. Hast du denn schon mal auf dem Kamel gesessen? Ja, das war vor 2 Jahren. Da habe ich schon mal in Ägypten, Kairo und in Somer Bay auf dem Kamel gesessen. Und es war auch schön, dort zu reiten mal. Also ich will jetzt nicht übertreiben. Also das heißt, 2 Kamele zusammen durch die Wüste. Nein, das war jetzt ein bisschen verkehrt. Das wollen wir mal rausschneiden. Ja, genau, ja. Nein, aber das ist schon ein erhebendes, tolles Gefühl, ne, wenn man da oben sitzt. Du musst dich dann aber auch mitbewegen, oder wie hast du das vor 2 Jahren gemacht? Natürlich muss man sich damit bewegen. Das ist ja so ein richtiges, ich sag mal, Wüstenschiff. Da bewegt man sich automatisch mit. Also Mike, wenn du mal deinen Job in Deutschland verlieren solltest, ich glaube, die brauchen hier noch einen Postbeamten, der auf dem Kamel morgens die Briefe, das wäre doch ein Job für dich, oder? Ganz genau. Ich bleibe dann hier und reite auf die Kamele von Stadt zu Stadt und bringe die Waren weiter. Gut, wir sehen dich nach später dann, wenn wir in Kairo sind, sehen wir dich, wenn du ankommst. Das wird so gegen heute Abend sein. Ja, es ist ja unwahrscheinlich, dass die bei dieser Hitze das alles ausfallen, Wolfgang, oder? Wie siehst du das? Du kennst sie doch bestimmt mit Kamelen aus, oder? Das sind Wüstentiere, also warum sollten die das nicht aushalten? Ich bin jetzt kein Kamelexperte. Ich muss sagen, ich bin auch zum ersten Mal sozusagen im Orient jetzt einem Kamel begegnet. Ich habe Kamele in Australien gesehen, aber die gehören ja hierher. Also die Kamelen sind in Australien, habe ich mal an einem Strand ein Schild gesehen, da stand No dogs and camels beyond this point. Also ab hier keine Hunde und Kamele mehr. Ne? Also das geht natürlich auch. So, jetzt würde ich aber Folgendes sagen, dass ich unseren Reiseführer, den Richie, nehme, weil wir haben gerade den Hotelmanager, der spricht nur Englisch, aber wir lassen ihn einfach mal ein bisschen translaten und fragen ihn mal, was er davon hält. So, jetzt haben wir die beiden Herren, die uns jetzt alles näher bringen werden. Das heißt, Reggie war gestern schon am Flughafen, hat uns abgeholt. Herzlichen Dank erstmal dafür. Ihr habt es so toll organisiert. Das heißt, Reggie ist Bright Sky Travel. Das heißt, ist die eine der größten Organisationen hier in Hurghada, betreut alles. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ich schätze 300 und mehr. 500, okay. So, und auf der anderen Seite neben mir steht Walet. Walet ist der Manager, der Clubmanager oder der Hauptgeschäftliche vom der Friend of Manager hier vom Mamluk, Sunrise Mamluk. Ja. Herzlich willkommen, welcome. Richie, kannst du ihn mal fragen, das ganze Hotel, es ist ja jetzt nicht so voll, wie es üblich ist. Wie viele Gäste hat er im Moment? Ich habe jetzt nicht mit der Lüge an der Quelfundu, gell? 75%. 75%? 57%. 57% Ausländer. Was hat er normalerweise in den letzten Sommern? Die waren ja hier in Ägypten jetzt ein bisschen besser. Das heißt, also, wenn wir im Sommer nicht nach Ägypten fahren, das ist zu heiß, aber das war ja besser.
530 Zimmer. Das heißt also, wenn man... Das ist ja der Wahnsinn. Wie bewältigt er das alleine? Nein, das kann er nicht schaffen. Nee, er ist Front Office Manager und hat noch 7, 8 Personen, Mitarbeiter in der Rezeption und noch viele Mitarbeiter im Hotel Horst. Okay, Walid, wir werden uns gleich das Hotel angucken. Von innen werden vielleicht 1, 2 Zimmer sehen, gucken uns das an und dann können wir noch ein bisschen weitersprechen. Nämlich dort in Rochel und Schufel Fondo und Lobby in Grenzschuh. So, jetzt haben wir Eike Gebhardt neben uns. Eike, du warst gerade eben im Wasser. Wie ist die Wassertemperatur? Hast du gefroren oder kann man sagen, es ist schon fast Badewanne? Du siehst ja die Gänsehaut auf meiner Haut. Das sind fast karibische Zustände. Es ist kaum ein Unterschied von der Luft ins Wasser. Gerade so die 2, 3 Grad, die es bequem machen. Du lässt dich hineingleiten und es ist, als wenn du in die Ursuppe zurückkehrst. Eike, du bist ja das erste Mal in Ägypten, wenn ich das richtig vermute. Nein, aber in Kairo war ich nur bisher, nicht in Hurghada. Wie gefällt es dir hier? Bisher ist es natürlich zauberhaft. Alles ist auf uns zugeschnitten. Jetzt möchte ich mal sehen, wie es wird, wenn man tatsächlich in den Alltag reintaucht, in die Stadt reintaucht, in das tägliche Leben der Menschen, in die Basare und dergleichen. Soweit ist alles sehr großzügig, ist alles vom Feinsten. Der Service ist makellos. Also bisher ist kein Grund zur Klage, so gerne ich klagen würde. Das geht natürlich gar nicht. Das heißt also, gehst du heute nochmal schwimmen oder war das jetzt nur der erste Versuch mit den Füßchen noch ein bisschen rein? Also ich fürchte, wenn ihr mir etwas Zeit lasst oder das Programm, was natürlich sehr straff organisiert ist, werde ich mich nur noch ins Wasser begeben. Das ist ja, wie gesagt, das Naturelement, aus dem wir alle stammen. Also Sie können unbedenklich hierher fahren. Kommen Sie einfach hierher, genießen Sie die Ruhe, genießen Sie diese schöne Landschaft, genießen Sie Hurghada oder El Guna, was auch immer Sie möchten. Sie sind in 5 Stunden aus Deutschland fast von jedem Flughafen komplett hier. Der Transfer dauert in die Hotels maximal 20 Minuten und es gibt keine Zeitverschiebung. Also es ist alles so, wie man sich das vorstellt. Urlaub nach Maß. Wasser ist auch gut. Das hat uns Eike gerade, ich glaube, er ist gerade rausgeschwommen. Er schwimmt schon, glaube ich, kurz vor Kairo ist er jetzt angekommen. Aber wir werden ihn gleich sehen. Zum Fischefangen können Sie herkommen, zum Tauchen, zum Schnorcheln, zum Kitesurfen. Also es ist alles da, was Sie brauchen. Urlaub total. Ja, und damit verabschieden wir uns fürs Erste und wir melden uns gleich, wenn wir dann im Sunrise Mamuk innen drin sind und werden Ihnen sagen, wie es dann auch von innen aus sieht, das Hotel. Jetzt zeigen wir Ihnen noch ein paar Bilder von der schönen, wunderschönen Strandanlage. Alles super gepflegt. Vielen Dank und dann bis später. Das größte Da würde ich mir jetzt nicht abnehmen, dass nichts los ist. Ja. Oh, wow. So, nun sind wir etwas gewandert. Heute Morgen haben wir unser Hotel verlassen, das Crystal, sind dann an den beneiden benachbarten Hotels gegangen, das heißt Royal Garden waren wir heute Mittag. Jetzt haben wir uns ins Auto gesetzt und sind ein bisschen quer über das Land gefahren Richtung Suma Bay, sind jetzt im Sunrise Royal Makati Resort, ein Resort mit fast 500 Betten, mit 11 Restaurants, mit Spa, mit Wellness, mit allem, was dazugehört, unterschiedlichsten Hotelkategorien, das heißt auch mit einer Suite, die wir uns jetzt gleich noch anschauen werden. Und
Wir haben einen wunderschönen Blick über die Bay. Das heißt, man kann vom Royal Makati direkt rüber nach Hugada schauen und sieht dort die herrliche Beach. Wenn man hier natürlich jetzt wohnt, ist es natürlich so, dass man in einem Resort wohnt. Das heißt, man hat nicht viel drumherum, aber man hat alles drin. Das heißt, Sie können shoppen gehen, Sie können einkaufen gehen, Sie können griechisch essen gehen, orientalisch, marokkanisch. Also die Restaurants bieten alles an, für jeden Geschmack etwas. Und wir werden noch ein bisschen das Resort jetzt durchforsten, werden gucken, was gibt es noch Schönes, damit wir Ihnen das auch dann noch alles mitteilen und sagen können und auch aufzeichnen können mit der Kamera. Und diese Bilder werden wir dann zu Ihnen rausschicken. Jetzt befinden wir uns mitten in Hugada, das heißt, das ist die neue Promenade, es ist nicht die Altstadt, das werden wir gleich noch aufnehmen. Nein, wir sind jetzt hier in der neuen Promenade, gleich in der Marina, hinter uns ist die Firma Bryce Sky Travel, die also auch uns hierher gefahren hat, wo wir unterwegs sind. Und Sie sehen, es ist wunderbar leer. Viele sind noch zu Hause, es wird noch gegessen. Also noch sind nicht alle unterwegs, aber es gibt eine wahnsinnig große Shopping-Mall. Es ist für jeden irgendwas da zum Spazierengehen. Dort hinter ist gleich der Strand. Jörg, komm doch einfach mal zu mir. Er kennt sich aus, weil er steht jetzt genau vor seinem Chef. Das ist euer Büro? Das Bright Sky Travel, das ist unsere Firma hier. Und jetzt sag mir doch mal, dieses Riesengebäude, ist das ein Einkaufszentrum oder was passiert da drin? Das ist ein Einkaufszentrum und vorne hier das Sinbad Hotel. Und alle Geschäfte ist auf, ab 10 Uhr morgen bis Mitte in der Nacht. Genau, aber dahinter ist der Strand. Das heißt, genau, dahinter ist der Strand, ja. Und das nennt man hier jetzt die neue Promenade? Das ist die neue Promenade. Für die ganzen Hotelgeschäfte und alles gibt es möglich. Normalerweise ist das ja, wenn man nicht gerade diese Situation, wie sie gerade in Ägypten ist, ist es hier abends Halligalli und da ist es richtig voll? Es ist richtig voll. Ja? Ja, richtig voll. Alle Urlauber kommen hierher und kaufen ein und man bekommt auch alles? Immer nach dem Abendessen, die Gäste nicht im Hotel sind, einfach hier einkaufen gehen und genau. Sowas. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir mitten in Hugada. Das heißt, wir sind jetzt auf einem der belebtesten Straßen. Das ist die Sheraton-Straße. Ist das so richtig? Jerry, was erlebt man hier oder warum heißt die Sheraton-Straße? Weil die alte Hotel in Hugada Sheraton Hotel heißt. Deswegen die Straße heißt Sheraton-Straße ist, ja. Wann wurde die so benannt? Nochmal bitte. Wann wurde die so benannt? Wann? Das Hotel meinen Sie oder? Nein, die Straße. Die Straße, ja, das... 20 Jahre, 18 Jahre vorher. 18 Jahre, ja. Okay. Also das heißt, hier flaniert man abends über die Straße, kauft ein. Hinter den ganzen Geschäften, die wir hier sehen, ist gleich die Beach. Genau. Von der linken Seite ist nur Hotel, weil es direkt am Strand ist. Und von der anderen Seite finde ich nur Geschäfte und Café und Bazar und alles ist. Okay. Also das heißt, wenn es hier richtig voll ist, dann brennt hier abends richtig die Luft. Das heißt also, da sind Tausende von Menschen unterwegs. Ja. Und die ganzen Geschäftsleute freuen sich, weil dann die Scheckkarten nur noch so aus der Tasche fliegen. Genau, die laden Gäste immer ein, für etwas zu trinken, Malvan-Tee oder Tee oder so ist. Wir sind jetzt mitten auf der Sheraton-Straße. Normalerweise ist hier richtig Verkehr. Aber Sie sehen auch, und das ist für uns ganz wichtig, es geht ganz normal zu, es passiert nichts. Jeder macht seine Arbeit, alle leben glücklich und zufrieden und alles das, was man so erzählt, von wegen unsicher, sie sehen hier überhaupt nichts. Alles ruhig, alles friedlich, alles schön, egal was sie auch immer aufnehmen, egal was wir auch ihnen immer zeigen, es ist einfach nur schön, man sollte einfach nur herkommen, egal wo ich jetzt die Straße rauf und runter gucke, es ist der ganz normale Alltag oder der ganz normale Wahnsinn, wie man das so schön in Deutschland sagt. Es passiert hier gar nichts und wir haben auch noch ein paar Gäste hier. Also ich würde gerne mal wissen, jetzt wo die ganze Krise ist, wo das Ganze in der Kairo passiert ist, wie leben die Menschen hier, wie empfinden Sie hier jetzt gerade die Situation? Nehmen Sie es ganz normal hin oder haben Sie irgendein Problem? Die allgemeine Situation in Hugada ist ganz schlimm jetzt im Moment, wegen was in Kairo immer passiert.
Die große Hoffnung ist bis 16. September, jetzt wieder Deutschland und ganz in Europa schicken unsere wieder Gäste und hat die große Hoffnung, dass ab 16. September, so wegen Sicherheit hat er gesagt, Hurghada ist ganz sicher, nicht wie in Kairo oder in Alexandria oder in anderen Städten in Ägypten. Da sehen Sie selber jetzt, die Geschäfte ist wieder auf, die Gäste in die Straße sind und es gibt überhaupt kein Problem seit 25 Januar oder 30 August oder egal was. Überhaupt in Hurghada ist alles Sicherheit. Keine Themen bekommen, nur ein paar Tage war ein bisschen Stress, aber überhaupt hat mit Touristen überhaupt gar nichts zu tun. Allgemein, also ich glaube, diesmal hat mit Politik zu tun, also ich glaube, jeder mittlerweile weiß das. Und dann, also ihr seid hier und Sie haben das mitbekommen, dass man ganz ruhig, ganz spontan, also eben die Touristen, die hier ist, also es ist ganz wenig. Aber meine Straßen, die laufen, also keine stört die. Also meine Frau, sie wohnt schon hier, die geht überall raus. Also so, die geht mit ganzen Freunden, also ganz viele deutsche Frauen, die auch hier leben. Die gehen jeden Morgen, also auch alleine ohne uns. Ist gar nichts hier, also allgemein ist null gefährlich hier bei uns. Also du bist genau der Überzeugung, wie wir es ja auch sind, deswegen sind wir jetzt gerade hierher gekommen, dass also alles friedlich und normal verläuft. Wieder normal kommen, also und normal wird. Also weil wirklich ohne Mist, also liebt alle Leute hier vom Tourismus, so vom Anfang bis die Ende, eben die Leute, die am Straße, die Taxifahrer, Also vom Anfang, die Taxifahrer bis die Badeleute allgemein, jeder wohnt vom Tourismus. So, wir haben jetzt ein paar Live-Informationen gehört von ägyptischen Bürgern, die also genau das Gleiche denken wie wir, weil die sagen, Sicherheit ist da, es passiert nichts, alles geht ja ganz normal seinem Gang und man lebt und arbeitet und hofft, dass es bald wieder so wird, wie es mal vor einigen Jahren war. Das heißt, viele Touristen sind hier, viele Geschäfte können abends gemacht werden, die Leute sind froh, sie gehen essen, wir haben gehört, die Fischer bringen die Fische, aber sie werden leider nicht verzehrt, weil keine Touristen da sind und es ist schon ein großes Problem, aber wir hoffen, dass es alles besser wird und wir werden ein bisschen dazu beitragen, dass es besser wird. Das heißt, also Sie, liebe Zuschauer, sollten einfach mal sich überlegen, ob Sie nach Mallorca, ich habe es schon zweimal erwähnt, oder vielleicht woanders hinfahren, dann kommen Sie einfach nach Hurghada, kommen Sie nach Ägypten und Sie werden sehen, wie schön das Land ist, wie schön Hurghada ist, wie gastfreundlich alle hier sind und wir wurden so herzlich empfangen. Und genauso herzlich werden Sie auch empfangen. Und wir hoffen, dass ab 16 viele, viele Flieger aus Deutschland, egal von welchem Flughafen, hier in Hurghada landen und der Tourismus wieder so aufblüht, wie er einmal gewesen ist. Jetzt haben wir einen Gast, der mir gegenüber sitzt. Wie, darf ich mal den Namen erfahren? Halak. Halak, Sie leben hier in Hurghada. Wir haben eben gerade uns schon bis... Vor einem Jahr. Das heißt, Sie waren aber mal in Deutschland, haben Sie uns eben gerade erzählt? Seit sehr lange, Jahrzehnte. Ja. Was hat Sie dann bewogen wieder hierher, beruflich oder? Nein, ich arbeite nicht mehr. Das Wetter ist sehr schön, nette Leute, wie ich gesagt habe. Und, ja. Wir sitzen hier in der Marina, der wurde ja neu gebaut, und aber es ist doch verhältnismäßig ruhig gegenüber sonst, oder? Also absolut ruhig und schön. Genau. Ja. Aber was würden Sie sich wünschen, wieder mehr Gäste aus Deutschland oder mehr Gäste? Verständlich, ja. Die Landsleute, sagen wir, ja. Ja, mehr Deutsche. Und ich kann den Deutschen sagen, ja. Und diesen vielleicht wird er diesen Messen und so für Deutschland ist ganz ruhig und sehr schön hier. Also, das heißt, die Touristen sollten kommen, sollten sich das. Verständlich, ja. Es gibt überhaupt kein Problem. I want to prove to the Europe especially that we have a safe place on the Red Sea. I fully understand the decision in the very beginning what the German government took it, but later on this is why we invite you and I invite everybody to come to prove that the decision of the German government, I must say with my all respect to them, it's wrong.
situation in our hotels, it's very bad. We have every day a lower occupancy because of the decision of the German government decision that no new arrival and all tour operator and not really all, and this is a big question mark, because not all tour operators stopped, but some of the tour operator, it means that there is no arrival, it's only departure. And for the hotel business, it is, sorry for my language, it's killing the business. I have a hotel with a 500 rooms, with a 400 employee with their family, and in some days this hotel is gonna close. And this, it depends on the German government decision. Since this action has been taken from German government and from other European government, this is our work every day, that we are communicating with all tour operators from different countries. We are trying to prove to them that we have a safe Red Sea area. We are inviting them to come here to investigate by themselves, to see by themselves how is the situation, how safe it is. And we are begging and asking this government of these countries to change the travel advice and to let the people come. We have a lot of plan for winter, because as you for sure know, that Egypt is a unique destination in for winter. Winter is, for Egypt is the main season, and hotels here are very, very open and willing to give the best offers to the clients. And we are really waiting for a lot of booking from Germany. And I want to say something for not only Germany, but I'm asking all European countries to open sale for Egypt and to open sale for the Red Sea. European country always talking about a human rights and a human being. And I'm kindly asking these countries to send us a clients, because we have millions of families working and related to tourism business.